Ein paar Minuten später kommt Sawyer. Also, was kochen wir heute, Profiköchin? Ich habe die ganzen Käsereste mitgebracht. Wie wär's mit Macaroni mit Käse? Das ist einfach und geht schnell. Wow! Super, ich wusste, auf die ist Verlass. Ich habe versucht, Rezepte mit Käse zu googeln, aber die Anleitungen waren so kompliziert. Ich habe sogar ein paar Rezepte für Macaroni mit Käse angeschaut. Aber da wurde Mehlschwitze erwähnt. Bei einem Rezept habe ich 50 Fotos von einem Urlaub in Österreich gesehen. Keine Ahnung warum. Mir war es zu viel. Wahrscheinlich hätte es mir auch irgendwann zusammenreimen können, aber ich habe in letzter Zeit so schlecht geschlafen. Oh, so viel Stress? Aha. Das könnte man so sagen. Es ist stressig, wenn in den Belüftungsschächten vom Studentenwohnheim Waschbären leben. Ja, das glaube ich, dass das stressig ist. Ei, warum leben denn in eurem Studentenwohnheim Lüftungssystem Waschbären? Ja, kannst du dich nicht als Gläfer darum kümmern oder so? Dass man da schlecht schläft, das kann ich mir vorstellen. Tja, und bald stehen auch die Abschlussprüfungen an. Und ich stelle alles in Frage, das ist kein angenehmes Gefühl. Selbst wenn ich in allen Fächern eine 1 bekomme, verschwende ich die besten Jahre meines Lebens darauf, Schulden zu machen? Und wofür? Ich studiere Geschichte. Alles dreht sich um die Vergangenheit, wenn über der Zukunft ein großes Fragezeichen hängt. Du könntest das Fach wechseln. Was willst du lieber machen? Die besten Jahre kommen noch. Ist eigentlich alles wahr? Ich meine, so spät Fach wechseln. Was willst du denn lieber machen eigentlich? Keine Ahnung. Ich war so für so viele Sachen Feuer und Flamme. Aber das waren alles Sackgassen. Ich spiele gern Videospiele, aber das heißt nicht, dass ich selber welche machen will. Du könntest Let's Player werden. Wenn ich das Studium abbreche, könnte ich vielleicht was machen, was wirklich die Welt verändert. Ich könnte mich beispielsweise für die nächste Bürgermeisterkampagne freiwillig melden. Wenn ich bis nach meinem Abschluss warte, bin ich egoistisch, während andere Leute leiden müssen. Überhaupt nicht. Finde ich sowieso irgendwie ein doofes Mindset, wenn man immer sagt, man ist egoistisch, nur weil man versucht, sein eigenes Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber du bist die coolste Person, die ich kenne und du hast einen Uni-Abschluss. Ja. Damit habe ich auch einige Jahre meines Lebens verschwendet für den Abschluss, mit dem ich jetzt nichts anfange. Was meinst du, würdest du wieder die gleichen Entscheidungen treffen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Gottes Willen, das musst du selber entscheiden. Das kann ich für dich nicht machen. Ich bin nicht du, wir sind verschiedene Menschen. Ich wüsste es für mich selber nicht mal, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, aber ich weiß eben nicht, was ich will. Ja, das weiß keiner, glaube ich. Bis auf das, ich weiß, dass ich mich zu dir hingezogen fühle. Ich glaube, dass ich dank deiner Unterstützung alles erreichen kann. Ja, ich will aber nur Freunde bleiben, danke. Oh, Bewegungsunfähigkeit dauert länger an, finde ich gut. Wenn ich Macaroni mit Käse kochen kann, kann ich auch einen Bosskampf schaffen. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich geholfen, aber vielleicht sollte ich dieses Mal lieber zuschauen. Ja, ist vielleicht besser so. Wenn ich was mache, dann geht es nur daneben. Ja gut, müssen wir ein bisschen motivieren hier. Sei tapfer. Learning by doing. Aha. Jawohl, Ma'am. Gott, nenn mich nicht Ma'am. Da fühle ich mich noch älter. Sawyer ballt ihr Hände zu Fäusten und wirkt richtig aufgeregt. Ist sie angriffsbereit? Ja. Yeah. Packen wir es an. Ja. Du hilfst Sawyer bei einem Rezept für Macaroni mit Käse und Brotkrumen. Es ist so komisch übersetzt einfach. Kurze Zeit später esst ihr die Früchte oder die Stärke eurer Arbeit. Ich liebe Macaroni mit Käse. Das ist richtiges Wohlfühlessen. Das ist auch so ein richtiges Ami-Essen. Na, ich glaube, bei uns in Deutschland gibt es das gar nicht so richtig. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Wir haben andere Sachen. Ich glaube, das ist sogar besser als das Essen im Restaurant. Irre. Du kannst dir gar kein Restaurant leisten. Du bist die beste große Schwester. Oh. Wow. Außerdem ist mir gerade klar geworden, dass wir noch Reste fürs Frühstück haben. Wie cool. Das ist das Beste. Aber langsam wird's spät. Ich sollte versuchen, heute Nacht gut zu schlafen. Mit oder ohne Waschbären. Morgen ist meine Prüfung. Ui, na viel Glück da.
möchte ich was schenken. Ach komm, du kriegst ein Gourmet-Cupcake. Ah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Den muss ich essen. So was Leckeres habe ich noch nie gegessen. Also, ich will dir keine Umstände machen oder dir im Weg sein. Es ist seltsam, das zu fragen, aber es wäre einfach so toll. Darf ich heute Abend auf deiner Couch schlafen, bitte? Es ist okay, wenn du deine Meinung geändert hast. Wirklich, das ist schließlich keine Pension. Nee, keine Sorge, meine Couch steht dir immer offen. Ja, du bist wirklich unschlagbar. Dann kuschel ich mich mal ein und mach dir keine Umstände. Gute Nacht. Jawohl, gute Nacht und schlaf einen guten, waschbärfreien Schlaf. Du deckst dir mit einer Decke zu und wenige Sekunden später schnarcht sie schon. Du gehst schlafen. Am Morgen muss sie sich beeilen, um noch rechtzeitig zur Uni zu kommen. Muss ich los? Danke nochmal, Profiköchin. Bye. Sojas Augen glänzen vor Bewunderung. Die Tür geht leise hinter sie zu. Oje, und schon braucht Soja wieder Hilfe. Hilfe, dringend! Was ist der andere Titel von Chao Chao außer... von Kao Kao außer Kanzler? Wer? Heiser irgendwas, glaube ich. Von China? Keine Zeit, bitte. Der andere Titel von Kao Kao. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich studiere keine Geschichte. Ja, sorry. Ich wollte jetzt nicht einfach, auch nicht einfach irgendwas raten, weil ich es halt einfach wirklich nicht weiß. Ja, was hat denn Holmes zu sagen? Ich muss wieder unterrichten. Glaubt man das, wenn ich mich auf meine Forschung konzentrieren sollte? Das ist schockierend. Ha. Vielleicht ist es, dass ein Bug mich seit Tagen verrückt macht. Darf ich dir davon erzählen? Ich könnte jemanden gebrauchen, der mir zuhört. Ich habe keine Ahnung von Programmieren. Spielt keine Rolle. Man nennt das Quietsche-Entchen-Debugging. Ich lasse die Hintertür zu meinem Labor offen, in der Nähe der Kantine. Die Hintertür ist offen. Oh. Und ich habe tatsächlich von Quietsche-Entchen-Debugging schon mal gelesen. Finde ich ganz, ganz witzig. Es hat tatsächlich mit Quietsche-Entchen zu tun. Das ist, glaube ich, eben das... Programmierer oder auch andere Leute ihre Sachen besser verstehen bzw. ihre Fehler eher finden, wenn sie es versuchen, jemandem zu erklären. Und weil Programmierer meistens im Keller leben und keine Leute kennen, keine Ahnung, haben die dann Quietsche-Entchen zur Hand und dann versuchen es einfach dem Quietsche-Entchen zu erklären. Und in dem Prozess des Erklärens und Nacherzählens findet man wohl angeblich einfacher die Lösung. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber ich bin auch kein Programmierer. So, ich nehme jetzt mal wieder meine Phönixkappe mit. So. Wie ist denn das jetzt? Ach, San Drogo ist die Kirche. Ach, jetzt verstehe ich das. Haben wir tatsächlich ein Date mit Dr. Holmes an der Uni? Na, dann machen wir das doch mal. Dann müssen wir sie echt immer in ihrem Labor bekämpfen, um dann mit ihr daten zu können. Cooler Raum. Du schlüpfst durch eine Seitentür herein und fühlst dich plötzlich sehr wertlos. Ohne einen Griff zum Festhalten schwitzen deine Handflächen. Ach so, weil ich in der Uni bin, ohne eine Waffe dabei zu haben, oder was? Am anderen Ende des Korridors bemerkt dich ein Schreibtisch. Du siehst, wie er sich in Bewegung setzt und über den Boden schabt. Der Schreibtisch kommt näher. Du versuchst umzukehren, aber die Tür ist mit der Wand verschmolzen. Hey! Hey, hier drin. Als der Schreibtisch näher kommt, spürst du, wie eine Hand dich wegzieht. Verschwinde, du dummes Ding. Sie gehört mir. Mir. Uiuiui. Keine Sorge, sag, dir wird nichts passieren.
Die wissen, dass ich hier der Boss bin. Danke? Kein Problem. Hol mal tief Luft, alles wird gut. Komm, gehen wir in einen hellen Raum. Dann können wir uns unterhalten. Oder was auch immer. Was auch immer. Du folgst dir in einen Hörsaal. Holmes lehnt sich gegen den Schreibtisch und betrachtet die Kreidediagramme an der Tafel. Was glaubst du, wie man sich an dich erinnern wird? In 100, 200 Jahren? Wahrscheinlich gar nicht. Wow, du gibst schon auf? Das ist eine gute Strategie, um Enttäuschung zu vermeiden. Oder dein Selbstbewusstsein ist angeknackst. Beides. Kein Grund, so bescheiden zu tun. Ich weiß, dass du eine edle Seite hast. Zumindest hatte ich den Eindruck, als wir uns kennengelernt haben und du mich retten wolltest. Ich dachte, du verstehst das. Sogenannte Genies gibt es heutzutage wie Sand am Meer. Was bringt es denn, intelligent zu sein, wenn man nichts zustande bringt? Tell me about it. Ich war schon an vielen Projekten beteiligt, aber bis jetzt ist noch aus keinem was geworden. Zu teuer, zu komplex oder illegal. Gerade versuche ich, künstliche Intelligenz zu entwickeln, die wirklich wahrnehmen, wirklich denken, wirklich wie ein Mensch kämpfen kann. Das Programm bleibt immer in einer Endlosschleife stecken. Ich weiß nicht, wann es aufhören und eine Entscheidung treffen sollte. Das kann ich nachvollziehen. Meine KI spürt keinen Druck, Entscheidungen zu treffen. Wenn sie das täte, wäre das ein Erfolg. Sie weiß nicht, wann sie aufhören soll zu lernen und anfangen soll, etwas zu tun. Und daran kann man schwer etwas aussetzen. Theoretisch sollte sie nie mit dem Lernen aufhören, oder? Das ist der Traum. Wie Kinder würden wir formbar bleiben, für immer. Normalerweise wäre es mir egal, ich würde einfach was Neues anfangen, aber ich stecke jetzt so tief drin, dass ich nicht loslassen kann. Ich habe meinen Unterricht vernachlässigt, weil die Forschung zum Nobelpreis führen könnte. Die Chance darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe das Gefühl, dass es eine echte Chance ist, mir einen Namen zu machen. Vielleicht meine letzte. Warum denn die letzte? Schau nicht so besorgt, ich liege nicht im Sterben. Zumindest nicht mehr als alle anderen, soweit ich weiß. Es ist nur... Es dauert Jahre, bis man Zuschüsse bewilligt bekommt. Wenn ich in einer Sackgasse stecke, könnte es dauern, bis ich wieder eine Chance habe. Kommerzielle Unternehmen dagegen können blitzschnell reagieren. Es ist reines Glück, dass ich überhaupt im Rennen bin. Ich will nur etwas Greifbares auf die Beine stellen. Ich will, dass man sich in 200 Jahren an mich erinnert. Das ist eine Menge Druck. Ja, stimmt. Weißt du, wie ich gerne den Druck reduziere? Holmes lehnt sich zurück gegen den Schreibtisch und atmet tief aus. Dann öffnet sie ihren Laborkittel noch etwas. Oh. Ich stand tatsächlich gerade ein wenig auf dem Schlauch. Muss ich das wirklich erklären? Es ist besser als Paarprogrammierung. Oh. Dann küssen wir doch mal ein bisschen. Rummachen im Lehrsaal, na sowas. Sie stürzt sich auf dich, um Gottes Willen. Ihre Beine klammern sich an deine Hüften. Eieiei. Kann ich die überhaupt hochhalten? Sie lehnt sich auf dem Schreibtisch zurück und zieht dich nach unten. Sie will dich nicht loslassen. Da hat aber jemand schon länger keinen Spaß mehr gehabt. Die Spannung zwischen euch wird immer intensiver, bis sie euch zu überwältigen droht. Dann hört sie plötzlich mit einem Keuchen auf. Warte, was wünschst du dir? Du willst das schon, oder? Befiehl es mir. Ich entscheide hier nur einen Kuss. Ah, komm, ich weiß, dass sie drauf steht. Komm, befiehl's mir. Yes. Das Signalwort, das heißt doch Safe Word. Unser Safe Word ist Syntax. Benutze es, falls es sich seltsam anfühlt. Ich will, dass du Spaß hast. Ich feiere das so. Du spürst, wie sie sich um deinen Hals schlingt, oh Gottes Willen, und dir sinnliche Befehle zuflüstert. Hin und wieder murmelt sie, gut. Du vergisst die Welt um dich herum. Ja, die geht ran, ey. Schließlich mit einem letzten Knistern lasst ihr voneinander ab. Sie grinst. Ihre Haare sind noch unordentlicher als sonst. Also, das war die optimale Ablenkung für mein limbisches Systemi. Das Aha-Erlebnis lässt sicher nicht lange auf sich warten.
Ich gehe nach Hause. Zeit für eine Dusche. Bye-bye. Bye-bye. Danke für den Besuch. Vielleicht schaust du bald mal wieder im Labor vorbei. Ja, wenn ich wieder aufs Maul kriegen will, dann schaue ich da gerne mal vorbei. Als sie schnell verschwindet, hältst du die Tür offen. Du willst nicht im Dungeon eingesperrt werden. Ja, nee, danke. Oha, oha, na sowas. Und gleich schreibt sie mir wieder. Die kriegt gar nicht genug von mir. Hey, denkst du manchmal über alternative Realitäten nach? Sorry, vielleicht ist das eine seltsame Frage. Nachdem wir uns gerade so gut amüsiert haben. Dank dir konnte ich etwas Dampf ablassen, besser geht's nicht. Danke übrigens, ich habe nur gerade darüber nachgedacht und wollte wissen, ob du das auch machst. Also, wer wärst du, wenn du andere Entscheidungen getroffen hättest? Manchmal denke ich da schon drüber nach. Dann bin ich also nicht verrückt. Oder noch nicht ganz. Ich freue mich, dass du mir zumindest in dieser Realität Aufmerksamkeit schenkst. Na, immer doch gerne. Jo. Machen wir noch ein paar Dates? Oder leveln wir noch ein bisschen auf? Ja, wir können ja mal Lea und Pocket auf jeden Fall daten. Vielleicht Rowan auch. Ja, das ist doch eine Idee, dass wir jeden auf Level 5 kriegen. Und dann können wir irgendwie so ein paar Folgen hintereinander machen. Oder vielleicht auch nur eine Folge, je nachdem wie lange die Dates dauern. Wo wir dann alle auf Level 6 machen. Das ist doch ein Plan. Ja, so mache ich das, glaube ich. So mache ich das. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Museum und treffen uns mit Pocket. Und ich hoffe, Pocket macht keine allzu wertvollen Kunstgegenstände kaputt, die ich dann bezahlen muss. Pocket sitzt vor dem Museum von Verona Beach. Er sieht dich vielsagend an. Miau, miau. Er verdreht die Augen und gähnt. Möchtest du was schenken? Irgendwas, was Pocket geil findet? Ich glaube nicht, nee. Bist du sicher? Ja. Du beschließt doch nichts zu schenken. Plötzlich geht die Tür auf. Mit einem neugierigen Blick springt Pocket beiseite. Ja. Warum wundere ich mich jedes Mal wieder, wenn er auftaucht? Warum? Ach, wenn das nicht Sarg ist. Was für ein Glück. Ich wollte mit dir über unser nächstes Date sprechen. Das, welches nie stattfinden wird. Pocket ist plötzlich in Alarmbereitschaft, als ob ihm jemand auf den Schwanz getreten ist. Verständlich. Du meine Güte, sei vorsichtig, Sarg. Diesen Kater kenne ich. Er ist eine wilde Bestie. Miau. Ugh. Eric versucht, Pocket zu treten, aber der Kater rennt an ihm vorbei und ins Museum hinein. So einen kultivierten Ort dürfen Straßenkatzen nicht betreten. Weh, du tust ihm jemals weh. Ja. Eric weicht erschrocken zurück. Du weißt, du hast gewonnen. Er wird mit eingezogenem Schwanz verschwinden. Du gehst an ihm vorbei und in das Foyer des Museums. Du kommst gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Pockets Schwanz in der Ausstellung zur Prähistorie verschwindet. Was ist die Prähistorie? Die hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Du folgst ihm und siehst dir die Dinosaurierknochen an, während du unauffällig alle Ecken ausspähst. Schließlich siehst du ihn. Er sitzt vor dem Skelett einer Säbelzahnkatze, dachte ich mir. Sie war so groß wie ein Panther. Studiere mal das Skelett. Du nimmst dir einen Augenblick Zeit, um zu bewundern, wie wild das Skelett nach wie vor wirkt. Auf dem Schild steht Smilodon Fatalis wahrscheinlich. In Verona Beach ausgegraben, Eigentum des Staates Kalifornien. Ja. Beim Anblick des Smilodons seufzt Pocket leise. Das ist deine Uroma. Stufe 4. Bewegungsunfähigkeit dauert länger an oder erhöht die Schlagkraft von Finishern. Nee, ich mag, wenn sie sehr lange bewegungsunfähig sind. Wow. Pocket blinzelt überrascht und betrachtet das Smilodon mit weit aufgerissenen Augen. Er holt tief Luft und plustert sich auf, sodass er mächtig und selbstsicher wirkt. Wow.
Pocket macht kehrt und stolziert zurück ins Foyer. Als die Sicherheitsbeamten sich nähern, verliert er die Fassung und ergreift die Flucht. Schaust dir den Rest der Ausstellung an, bevor du nach Hause gehst. Oh, jetzt habe ich Bock aufs Dinosauriermuseum. So, schreibt der Besitzer. Yo, was denn bloß passiert? Pocket verhält sich echt seltsam. Er ist selbstsicherer. Ich wünschte, er würde aufhören, meine Füße anzugreifen. Meine Schlappen sind total kaputt. Oh, ich mag das Wort Schlappen. Aber auch das ist typisches Katzenverhalten. Hier haben wir Rowan Date. Und da haben wir Seven und Lea. Da machen wir mal Lea. Machen wir es mal mit Lea. Ach ja, genau, das war ja hier Empanada-Party, genau. Kurz dehnen. So, als du ankommst, bereiten Lea und Carlos ein Picknick vor. Unter dem Schirm siehst du Salate, eine Kühlbox mit Getränken und genug Empanadas für mindestens 30 Leute. Geil. Hi. Sag. Sie nimmt dich in die Arme und gibt dir einen Schmatzer auf die Lippen. Mua. Wie ich sehe, seid ihr euch näher gekommen. Carlos! Carlos! Ja. Was? Ich freue mich doch. Carlos reicht dir ein Glas mit einem milchigen Getränk, das nach Mandeln riecht. Lea tut für dich und sich Kohl, Avocado, Bohnen, Reis und Empanadas auf einen Teller. Boah, das klingt voll lecker. Beißt in eine Käse-Empanada, sie ist warm und dampft. Die fluffige goldene Masse zerschmilzt in deinem Mund. Boah, geil, lecker. Na danke, mit Schmeicheleien kommt man immer weiter. So? Also Lea, der Grund, warum wir wirklich hier sind. Weil es mit Freunden am schönsten ist? Nein, das Outfit, das du mir schneidern wolltest. Ich habe überlegt, entweder was ganz Schönes, eine schicke Hose oder, weiß nicht, ein Hemd. Mit einem Phönix auf dem Rücken. Und wenn ich meine Arme ausbreite, sieht es aus, als ob ich Phönixflügel habe. So wie bei den Hunger Games oder was. Dann werden meine Feinde vor Angst erzittern. Beides klingt interessant. Ich hatte überlegt, ob ich eine Münze werfe. Was meinst du, Sarg? Nee, unbedingt das Phönixhemd. Ja. Yeah. Es wird auf jeden Fall Aufsehen erregen. Und in letzter Zeit gibt es auch genug Gegner. Kann der Schnabel funkeln? Warum nicht? Das wird mein Erkennungszeichen. Ich werde überall Aufsehen erregen, von der Arena bis hin zum Club. Wer weiß, vielleicht hilft es sogar meiner neuen Karriere auf die Sprünge. Moment, wie bitte? Überlegst du etwa, in den Eingangskunstlauf hinzuschmeißen? Und was ist mit deinen Schülern? Lea sagt nichts und verwandelt sich plötzlich in einen Hammer. Leise schimpft sie vor sich hin. Ups. Das wollte ich so. Also hör zu, ich überlege es bloß, okay? Und es ist meine Entscheidung. Ich muss sie treffen. Wie sonst soll ich jemals glücklich werden? Ah, tut mir leid, Lea. Du weißt, wie viel du mir bedeutest. Und ich unterstütze dich, egal was du entscheidest. In meiner neuen Phönixhemd. Lea atmet langsam aus, bemüht sich zu beherrschen. Ach Schatz, ist alles okay auf dem Eis? Ja. Yeah. Ja, sogar einigermaßen gut, vielleicht? Die Regionalmeisterschaft steht bevor. Sophia ist besser geworden, aber ich mache mir immer noch Sorgen. Ja, wie ist ihr Doppelachsel? Sie landet jetzt öfter korrekt. Nicht 100%, aber ich glaube, das wird noch. Wir haben jetzt 2 Stunden pro Woche ohne ihre Mutter. Ihre Konzentration ist viel besser. Du solltest stolz sein. Egal, was du entscheidest, du hast sehr viel bewirkt. Danke, das bedeutet mir echt viel.
Die Sonne geht unter, gestärkt von leckeren Empanadas und netter Gesellschaft. Betrachtest du sie nachdenklich. Du merkst, wie Lea Carlos zuzwinkert. Carlos bemerkt es schließlich und gähnt dramatisch. Also, ich glaube, ich sollte nach Hause gehen. Morgen muss ich früh raus. Hust, hust. In Rekordgeschwindigkeit packt er alles ein und geht, nachdem er sich mit Luftküssen verabschiedet hat. Tschüss, Carlos. Lea wendet sich dir verlegen zu. Sorry. Tut mir leid. Ich weiß, das war nicht gerade subtil, aber ich wollte schon länger mit dir reden. Möchte ich was schenken? Ja, bestimmt. Ach ja, hier eine Nähmaschine. Woher wusstest du, dass ich eine neue brauche? Vielen Dank. Ich glaube, dass ich immer was brauche, um mir meiner eigenen Gefühle bewusst zu werden. Seit wir uns kennengelernt haben, hat sich alles überschlagen. Und ich hatte mit meinen beruflichen Problemen und der Verletzung zu tun. Und wir sind uns sehr nahe gekommen. Es ging alles so schnell. Was willst du damit sagen? Was ich damit sagen will, ich hatte so viel Spaß. Es ist so viel passiert und es ist offensichtlich, dass ich mich immer noch von meiner Verletzung erholen muss. Ich habe versucht, mein ganzes Leben und meine Zukunft zu planen. Aber du warst immer für mich da. Ich will, dass du weißt, wie wichtig du mir bist. Oh, du mir auch. Finisher werden schneller ausgeführt, finde ich gut. Die kann alle Geschwindigkeit gebrauchen, die sie kriegen kann. Ich weiß nicht. Es ist, als ob, wenn wir zusammen sind, alle meine Probleme für eine Weile verschwinden. Oh, das ist schön. Und den Rest der Zeit habe ich mehr Hoffnung und will alles anpacken. Als ob ich dich beeindrucken will. Also danke. Pool knutschen wir jetzt. Nein, gemeinsam sind wir stärker. Yeah. Wir sind wholesome. Ganz deiner Meinung. Das hast du schön gesagt. Oh. Durch die untergehende Sonne leuchtet der Himmel über dem Meer scharlachrot auf. Sie nähert sich dir und ihr küsst euch lange und innig. Eure Schatten werden immer länger. Dir wird bewusst, dass ihr ganz allein seid. Lass uns weitermachen. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hat man Sand überall. Ugh. Der Sand unter deinen Füßen ist kühl, aber ihr Körper wärmt dich. Ihre Hände wandern unter deine Kleidung. Geschützt durch das Zwielicht und das Rauschen des Meeres liebt ihr euch ohne Zurückhaltung. Uiuiui. Dank ihrer Berührungen fühlst du dich ihr so unwiderstehlich nah. Nicht, dass du ihr jemals hättest widerstehen wollen. Als ihr fertig seid, ist die Sonne nur eine hauchdünne Scheibe über dem Wasser. Das Meer rauscht, du drückst ihre Hand und wendest dich ab, um das Wasser zu betrachten. Ihr sitzt einvernehmlich schweigend nebeneinander, bis die Sonne schließlich hinter dem Horizont verschwindet. Bye. Gute Nacht, Sarg. Gute Nacht, Lea. Ich gehe nach Hause und es schorbelt überall, weil ich überall Sand habe in meiner Unterwäsche. Den muss ich mir jetzt erstmal überall ausduschen. Nee, also ehrlich, am Strand im Sand muss nicht sein. Das ist doch unangenehm, das kann mir keiner erzählen. Das war ein toller Abend, Sarg. Das war unerwartet magisch, Sarg. Ich bin froh, dass wir geredet haben, Sarg. Und über den Rest auch, Sarg. Ich fühle mich dir näher, Sarg. Geht mir genauso. Herzchen, oh. Die ist schon cute, die Lea. So, Rowan wollte sich in der Kirche treffen, genau. Dann müssen wir mit den anderen wieder ein bisschen ins Dungeon.